Auf der urologischen Station der Klinik am Südring. Ein Patient mit einem operierten Leistenbruch stellt nun das Team der Frühschicht vor ein großes Rätsel. Entschuldigung, hallo, ich wollte zu meinem Sohn Jonas. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit, ich habe nicht lange Zeit, aber ich wollte noch mal kurz vorbeigucken. Ja, soweit geht es ihm eigentlich ganz gut. Ja. Er soll ja morgen sehr wahrscheinlich entlassen werden. Ne? Ich wollte aber sowieso jetzt zu ihm rein, dann komme ich mit ihm. Gerne. Ich nehme mal eben nur eine Akte mit, ganz flott. Und dann gucken wir mal flott. Er ist bestimmt froh, dass er jetzt rauskommt. Er ist schon wach, ja. Hallo. Was ist denn los? Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Was ist passiert? Ist aufgegangen. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Wieso bist du schon da? Ich habe dich heute Morgen gar nicht gesehen. Ja, also ich bin ganz schnell vor der Schule noch hingekommen, weil ich den Jonas sehen wollte. Also vor der Schule noch. Ich habe dich nämlich heute Morgen nicht gesehen. Oder hast du hier übernachtet? Nein, Quatsch. Nein, habe ich nicht. Okay. Nein, ich bin vor der Schule. Pass mal auf, ich hole mal kurz den Arzt, ja? Der ist im Behandlungsraum. Was hast du denn gemacht? Ist aufgegangen, ich weiß nicht. Ja, aber das ist doch Mike, kannst du mal kurz kommen? Ja. Einmal ganz kurz schauen. Irgendwie ist die Naht aufgegangen bei dem Jonas. Hallo, guten Tag. Schau mal, wir haben hier Handtücher gegen gedrückt und das Blut ist sehr stark. Ich weiß nicht, sollen wir ihn rüber? Ich habe keine Handschuhe, ja. Einmal ins Behandlungszimmer. Ich Jonas, einen Rollstuhl. Hast du Schmerzen? Rollstuhl direkt ins Behandlungszimmer, bitte. Ist das normal, dass das aufgeht? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich ist es nicht normal. Die OP schien relativ gut verlaufen zu sein. Ich habe mir gestern Abend auch noch angeguckt. Naja. Wir brauchen einmal. Jonas, ich helfe dir einmal da raus. So. Genau. Schau mal vorsichtig da raus. Guck mal auf. Am besten. Ja. Es tut jetzt ein bisschen weh beim Aufstehen. Jetzt geht sie raus. Ich habe der Mia nicht ganz geglaubt, dass sie nicht bei uns im Krankenhaus übernachtet hat. Sie hatte noch die gleichen Sachen an wie am Vortag. Ich schätze schon, dass sie sich vielleicht vor der Nachtschwester halt versteckt hat und geblieben ist. Und ihre Reaktion war halt auf meine Frage hin sehr hektisch. Sie musste auf einmal zur Schule und war dann auch relativ zeitig verschwunden. So, Jonas, erzähl mal bitte, was ist passiert? Also leg dich ruhig zurück. Am besten ist, dass du den Bauchraum, sozusagen die Bauchdecke, die Muskeldecke jetzt entspannst. Kannst du mir einmal erklären, was passiert ist? Es ist aufgegangen plötzlich. Von alleine. Wodurch denn? Habt ihr irgendwas gemacht? War da irgendwie, hast du dich irgendwie bewegt? Gehustet, nicht plötzlich. Gewürgt, ja. Druck aufgebaut. Das aber ein Stückchen mal runter. Hattest du gerade Stuhlgang? Nee. Okay. Naja, bei zu starken Pressen beim Stuhlgang kann es sein, dass Nahtmaterial aufgeht. Dann hätte er ja auch nicht entlassen werden dürfen, wenn das so empfindlich ist. Nee. So. Mhm. Geht das so? Okay. Ich mache erst einmal das Pflaster ab, ja? Warte, ich nehme mal eine Schale. Eieiei. Als ich die Wunde von Jonas gesehen habe, habe ich mir gedacht, dass dieses Nahtmaterial sich möglicherweise aufgelöst hat durch Stress oder durch eine unnötige Bewegung. Auf Nachfragen hin hat der Jonas gesagt, dass er nicht manipuliert hat an der Wunde und auch keinen Druck im Bauchraum aufgebaut hat. Ob ich ihm das glauben kann oder nicht, das weiß ich noch nicht ganz, denn eigentlich kann sich eine Wunde nicht von alleine so öffnen. Bist du sicher, dass du nichts gemacht hast? So. Okay, du kannst mir das gerne sagen, das ist kein Problem. Ich bin nicht die Person, die dich jetzt ausschimpfen würde. Also du musst jetzt hier nicht den harten Kerl spielen. Ich weiß, dass was passiert ist. Du hast nur im Bett gelegen und dann ist das aufgegangen? Ja. Jetzt schimpfen Sie doch bitte nicht mit Ihrem Sohn. Ja, wenn man das sieht, er sollte entlassen werden. Naja, die Entlassung wird jetzt erstmal verschoben. Jonas, das tut mir auch leid für dich. Warte, ich hole noch eben was. Ich brauche auf jeden Fall Desinfektionsspray. Ja, das hole ich mal. Also wir werden die Wundränder jetzt neu desinfizieren. Du wirst auch gleich was gegen die Schmerzen kriegen. Und dann werde ich dir das neu zunähen, ja? Eine offene Wunde stellt eine Verbindung von der Außenwelt in den Bauchraum in diesem Fall dar. Das große Problem hierbei ist, dass Fremdkörper und Dreck hineingeraten können und im schlimmsten Fall eine Sepsis ausgelöst wird. Das wollen wir natürlich unterbinden. Assistenzarzt Mike Arendt reinigt und betäubt die Wunde. Dann verschließt er die Operationsnarbe wieder. Allen ist klar, der junge Patient verheimlicht, was wirklich passiert ist. Doch sein Schweigen könnte für ihn schlimme Konsequenzen haben. Jonas, bitte jetzt nicht drücken, nicht pressen. Und auch wenn du gleich Stuhlgang hast, versuch nicht zu pressen, okay? Mhm. Das ist ganz wichtig. Aber noch eine Frage, Sie haben das ja jetzt näher angeguckt. Können Sie sagen, warum die aufgegangen ist? Es ist unwahrscheinlich, dass es alleine kommt. Bleib mal noch kurz liegen. Ich werde noch weiter das mit meinen Kollegen besprechen und vielleicht finden wir natürlich eine Lösung. Ja, ich habe halt jetzt ein bisschen Angst, wenn man nicht weiß, warum. Nicht, dass es schon wieder passiert.
Naja, ich werde auf jeden Fall heute Abend oder heute Mittag noch mal auf die Wunde gucken. Und heute Abend auch noch mal. Die Entlassung zu morgen wird leider erstmal nichts. Da bei einer solchen Gefahr von einer Wunde, die bereits aufgegangen ist, wir natürlich jetzt davon ausgehen, dass sie möglicherweise noch mal aufgehen könnte. Besonders, weil wir die Gründe nicht erfahren haben. Deswegen muss Jonas auf jeden Fall noch bleiben. Am Nachmittag will sich die besorgte Mutter erneut nach ihrem Sohn erkundigen. Dass der Junge viel größere Probleme als eine OP-Wunde hat, ahnt noch niemand. Als Mike Arendt hinzugerufen wird, erwartet ihn eine böse Überraschung. Frau Frei, hallo. Ja, ich wollte noch mal nach dem Sohn gucken, aber der ist nicht im Zimmer. Wisst ihr, der war aber gerade noch im Zimmer. Nee, gar nicht. Was ist denn das? Ja, aber er ist nicht da. Jetzt mach ich mir Sorgen. Er kann doch nicht rumlaufen. Ist mein Bad geguckt? Vielleicht ist er Pipi machen? Nee, hab ich jetzt nicht geguckt. Warte mal, muss eigentlich sein. Jonas? Da ist ja jemand drin. Ja. Ja, hörst du auch. Alles okay bei dir? Jonas, ich bin's, der Doktor. Kann ich mal kurz reinkommen? Aus dem Badezimmer habe ich leise ein Stöhnen entnommen, was sich nach einem wirklich schmerzverzerrten Stöhnen angehört hat. Ich wollte mir nicht einfach Zutritt ins Badezimmer verschaffen, weil das Badezimmer ist meistens der letzte Zufluchtsort hier im Krankenhaus für ein wenig Privatsphäre. Deshalb habe ich natürlich gewartet und auch erstmal versucht, das Gespräch durch die Tür zu suchen. Als da aber wirklich nicht viel kam, habe ich mir Sorgen gemacht und ich fand, es war wirklich indiziert, die Tür zu öffnen. Und ich hatte auch recht. Ich komme mal kurz rein, ja? Wie geht's dir denn? Nicht gut, ne? Sollen wir einmal ins Behandlungszimmer gehen? Komm. Jonas, was ist denn? Sag doch mal. Das kann doch nicht sein. Frau Frei, der Jonas braucht gerade ein bisschen mehr Ruhe, glaube ich. Ja. Aber ich kenne ihn sonst nicht. Sonst ist er wirklich total hart im Nehmen. Ja, aber es ist ja auch... Geht das so? Ja, ich stelle das trotzdem noch mal hoch. Und es ist am besten, sag mal, ist es wieder die Wunde, die aufgegangen ist? Tut das am Bauch weh? Jonas, sag doch mal was. Wäre nicht schlecht, wenn du was sagst, weil sonst können wir nicht... Darf ich mal gucken, ob das Pflaster irgendwie durchgeblutet ist? Nee, das Pflaster sieht gut aus. Das Pflaster sieht gut aus. Sag mal bitte. Jonas. Ich habe eine gute Idee, ja? Ja. Können Sie uns kurz einmal unter vier Augen lassen, Herr Jonas und mich? Kommen Sie mal mit raus. Möchtest du das? Aber dann sag bitte, was los ist, ja? Spiel nicht den harten Kommen Sie mal mit raus. Kommen Sie mal mit raus. Ich glaube, das ist ganz gut. Was glauben Sie denn, was das ist? Ich weiß es nicht. Ich kann da jetzt auch nicht viel zu sagen. Es muss jetzt wirklich der Arzt... Jonas. Schau mal, ich habe da so eine kleine Vermutung. Ist irgendwas unangenehm vor den Ladies? Ja. Und zwar? Hier weiter unten. Ich weiß ja, was das ist. Tut irgendwie extrem weh. Ich hatte das noch nie. Hast du es dir denn schon selber angeguckt? Ja. Okay. Es war gerade auf Klo, hat es extrem weh getan. Mhm. Die Vorhaut. Ja. Beim Zurückziehen oder beim wieder nach vorne schieben? Zurückziehen. Ich will mir das einmal angucken, ja? Obwohl wir in den Zeiten der sexuellen Aufklärung leben, ist jegliches Thema rund um den Schambereich und den Intimbereich wirklich mit unangenehmen Gefühlen behaftet. Besonders bei Jugendlichen, die wirklich gerade den Peak der Pubertät erreicht haben. Als Arzt und als Eltern muss man das natürlich akzeptieren, aber auch schaffen, wirklich da durchzudringen. Also ich finde nicht, dass man alles erfragen sollte, aber dass man schon die nötigen Informationen herauskitzeln muss. Ich sehe es direkt, und zwar das Problem ist, dass deine Vorhaut, also das nennt man Paraphimose oder spanischer Kranz. Okay. Was ist das? Im Endeffekt, die Vorhaut ist ja das feine Hauttuch, was über die Eichel geht. Aber wenn der äußere Rand, sozusagen die äußere Endung von der Vorhaut ein bisschen zu eng ist und du die über die Eichel ziehst, und die zu eng ist und du die nicht mehr wieder nach vorne schieben kannst, das ist gerade bei dir das Problem. Und dieser enge Kreis komprimiert jetzt die Gefäße und deswegen ist dein Eichel auch so ein bisschen angewachsen und ein bisschen vergrößert und errötet. Weil das Blut, was da reingelaufen ist, kommt nicht mehr zurück. Und das Blut, was da rein muss, kommt nicht mehr hinein. Verstehst du das ein bisschen? Das ist relativ kompliziert. Ich werde das später an einem Schaubild zeigen. Aber die Konsequenz dessen ist, jetzt Jonas... Ist wieder weg. Die Konsequenz dessen ist, dass wir da einen kleinen Schnitt machen müssen. Also eine Operation.
Das klinische Bild der Paraphimose zeigte, dass Jonas in letzter Zeit gewaltsam seine Vorhaut über die Eichel gezogen hat und es nicht mehr möglich war, sie zu reponieren, also sie zurückzuschieben. Das kann beim Geschlechtsakt passiert sein, das kann auch bei der Selbstbefriedigung passiert sein. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Geschlechtsakt oder jede Selbstbefriedigung dazu führt. Wenn man aber natürlich die Neigung dazu hat, eine verengte Vorhaut zu haben, muss das behandelt werden. Mit Einverständnis des Jungen wird die Mutter über die Vorhautverengung informiert. Wegen der starken Schwellung durch den Blutstau muss der Arzt sofort handeln. Sonst drohen verheerende Folgeschäden. Phase ist jetzt, wir werden operieren. Und soll ich ihn schon mal vorbereiten? Bitte. Ich hole mal einen Rollstuhl, dann bringe ich ihn erstmal rüber. Für heute sogar schon. Ja, aber er hat jetzt vor ein paar Tagen eine Narkose bekommen. Ist das nicht gefährlich? Sagen wir so, wenn wir jetzt nicht operieren, also jede Vollnarkose birgt eine Gefahr. Ja. Wenn wir jetzt nicht operieren, ist die Gefahr, dass er wahrscheinlich seinen Penis verlieren wird. Ja, dann macht man natürlich eine Narkose. Ist genau. Doch klar, das wird er bestimmt auch gesagt haben, ja. Oder? Sie müssen als Sorgeberechtigte natürlich einstimmen. Ja, klar. Sehr gut. Eine zeitnahe Operation ist hier besonders indiziert, da der Penis als Schwellkörper wirklich in sehr viel Blut umspült wird. Dieses Blut trägt Mineralien und Nährstoffe, die essentiell sind. Wenn die Blutzufuhr, wie in diesem Fall, gestoppt ist, kann es dazu führen, dass der Penis nekrotisiert, also abstirbt. Und das wollen wir nicht. Der Teenager kommt umgehend auf die chirurgische Station. Im OP-Trakt wird er für die Narkose vorbereitet. Die Schmerzen durch die sogenannte Paraphimose sind für den Schüler kaum zu ertragen. Doch der 16-Jährige hat wegen der Operation auch eine große Sorge. Jonas, hast du irgendwelche Fragen? Ist alles so, bleibt es so, also so vom Aussehen? Das Aussehen deines Penis wird sich verändern. Im Endeffekt wird die Eichel freigelegt sein. Aber sagen wir mal so, im Endeffekt wirst du dich sehr schnell dran gewöhnen. Und es ist in jeder Linie hygienischer. Und es ist sozusagen einfach auch ein... Also, ja, es wird anders aussehen. Ich will es dir schön reden, aber im Endeffekt wird es anders aussehen, aber du wirst keine negativen Folgen davon, also sehr wahrscheinlich keine negativen Folgen haben. Ja? Wenn du sonst keine Fragen hast, würde ich mich waschen und dann sehen wir uns, wenn du wieder aufwächst. Ja? Genau, und bei der Narkose, ich habe mich mal jetzt hinter dich gestellt, da brauchst du keine Angst zu haben, da sind wir die ganze Zeit dabei, die Schwester Leandra und ich. Und das ist nicht unsere erste Narkose und wir kümmern uns gut um dich. Du schläfst gleich einfach eine Runde. Gute Träume, Jonas. Ja. Ja. Das optische Resultat wird sich nicht von dem einer normalen Beschneidung unterscheiden. Man unterscheidet natürlich Beschneidungen, die medizinisch indiziert sind und Beschneidungen, die religiös indiziert sind. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, aber das Endergebnis, das optische Endergebnis ist immer das gleiche. Was allerdings der Auslöser dieser Not-OP ist, bleibt weiter ungeklärt. Nach der Operation hofft Mike Arendt, dass der Junge noch die Wahrheit sagt. Er vermutet, dass der Besuch der Freundin damit zu tun hat. Im Beisein der Eltern erklärt er zuvor den erfolgreichen Eingriff. Ich habe dir ein Schaubild mitgebracht, weil ich einmal wollte, dass du verstehst, was da wirklich passiert ist. Ne? Und zwar im Endeffekt, ich weiß, das ist natürlich jetzt ein bisschen viel für dich. Das ist sozusagen das Problem, dass diese Haut zu eng ist. Siehst du, in dieser Haut schnürt hier deinen Schwellkörper ein und dadurch schwillt das an. Und hätten wir jetzt hier diesen kleinen Schnitt nicht gemacht und den vorderen Teil deiner Vorhaut abgenommen, dann wäre die Blutzufuhr dauerhaft gestoppt und dann hätte wirklich sein können, dass dein Penis abgestorben wäre. Und das wäre natürlich nicht gut. Jetzt wollte ich dich noch mal fragen, wie kam es noch mal genau dazu? Willst du das einmal aufdecken? Weil ich fand die Frage schon spannend, oder? Mhm. Was meinen Sie jetzt? Wieso, dass er so dick geworden ist, oder? Genau, also ja, sozusagen. Ist jetzt schwer zu sagen, jetzt. Sag ja, doch. Komm, Butter bei den Füßen. Also mir ist halt, ich ist halt am Abend vorher schon, ist schon gekommen. Deine Freundin. Mhm. Und dann? Ist sie geblieben über Nacht? Im abschließenden Gespräch hat Jonas sich uns dann auch geöffnet, warum es zum Aufplatzen der Wundnaht und zu der Paraphimose hier im Krankenhaus gekommen ist. Er hatte Geschlechtsverkehr mit seiner Freundin hier im Krankenhaus. Als Stationsarzt muss ich natürlich sagen, dass es nicht geht. Es birgt medizinische Gefahren, wie wir hier gesehen haben, und ist an sich auch einfach für die anderen Patienten nicht angenehm, wenn man so etwas Privates in einen halböffentlichen Raum wie diesen verlegt.
Aber ganz ehrlich, wie könnt ihr denn sowas ja, machen, wenn halt die Narbe da auf gerade genäht ist? Ja, nun. Ja, gerade operiert und dann bleibt die hier, das ist doch blöd. Ich weiß auch nicht. Ist halt irgendwie bin verliebt. Jetzt die nächsten 2 Wochen musst du aufpassen, dass du keine ungewollte Erektion bekommst. Es wird ein bisschen wehtun. Kamillenbäder machen. Gut reinigen, wenn irgendwelche Probleme auftreten. Entzündung, Rötung, Schwellung. Am besten direkt sich melden, ja. Okay. Keine falsche Scham wieder. Genau. Und wenn du keine Lust hast, mit deinen Eltern darüber zu reden, dann ruf einfach hier im Krankenhaus alleine an. Ja? Nach beiden Operationen würde ich empfehlen, dass Jonas mindestens noch 5 Tage hier auf Station bleibt. Das ist ein bisschen lang dafür, aber ich möchte ihn noch gerne weiter beobachten. Der Patient hat sich von der Beschneidung und dem operierten Leistenbruch schnell erholt. Der Heilungsprozess verlief ohne weitere Komplikationen. Der Teenager hat eingesehen, dass er mit dem unerlaubten Sex nach der Operation seine Gesundheit riskiert hat.